Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem Dezember. Und ich war im letzten Monat wirklich sehr brav und anständig und habe relativ wenige Bücher bekommen, angefragt, auch gekauft. Ich glaube, nur ein Buch tatsächlich ist selbst gekauft. Plus ein Hörbuch sozusagen, aber ja, den Gutschein hat man ja gefühlt eh. Und es sind ja 9 Bücher, neue Bücher sozusagen bei mir eingezogen. Es sind, also theoretisch sind es 8 komplett neue, weil 3 der Bücher kenne ich im Grunde bereits und diese landen eben auch nicht auf dem Sub im klassischen Sinne. Und es sind also eigentlich 8 neue Bücher und 3 Bücher, die ich bereits kenne. Macht das irgendwie Sinn? Ja, ich glaube schon. Aber ich werde es euch erzählen, sobald ich euch die Bücher zeige. Und es sind natürlich so ein paar Weihnachtsgeschenke mit dabei. Allerdings war ich jetzt in der letzten Dezemberwoche auch nicht irgendwie Gutscheine einlösen oder ähnliches. Ich hatte tatsächlich auch gar nicht so die Muse danach gehabt, mir Bücher zuzulegen. Und denke aber, wir starten jetzt einfach mal mit den Büchern. Als erstes ist bei mir eingezogen Audrey und ich von Lucy Holiday, der erste Band der A Girl's Night In Reihe. Sollte ja die Mischung aus Bridget Jones und aus Notting Hill sein, wirkte also doch sehr erwachsen und man hatte eben den Eindruck, man hat hier eine wunderbare Liebeskomödie-Geschichte mit so ein paar Wirrungen und Irrungen des Lebens. Und das hatte mich auch angesprochen. Zudem sollte eben auch Audrey Hepburn eine große Rolle spielen, weil die eben auf einmal bei der Protagonistin auf dem Sofa saß. Und es gibt in den nächsten Buchfolgen auch noch Marilyn Monroe und Grace Kelly. Es ist, glaube ich, jetzt die Taschenbuchform. Die Hardcover gab es bereits vor einem Jahr, 1,5 Jahre. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau. Und hat mich sehr interessiert, sehr angesprochen. Auch einfach so die Thematik hinter Audrey, was es damit auf sich hat, warum diese auftaucht. Und habe das Buch auch im Dezember gelesen und kann so viel sagen, ich habe es abgebrochen. Wenn ihr natürlich sehen möchtet, wie ich die Bücher fand, als ich sie gelesen habe, guckt euch einfach mal meine Bücherwochen dazu an. Durch die Thumbnails sieht man immer relativ gut, finde ich, welche Bücher gelesen wurde. Und schaut euch einfach die Bücherwoche dazu an, denn es war alles andere als Bridget Jones oder gar Notting Hill. Also es ist gar kein Vergleich. Dann ist ein Drachenmond-Buch bei mir eingezogen, was ich schon länger auf der Wunschliste habe. Und zwar Sturmmelodie von Alexandra Fuchs. Das war das Weihnachtsgeschenk aus dem Drachenmond Verlag, bei dem ich ja Lounge-Blogger bin und hat mich wirklich mega gefreut, als dieses toll und liebevoll eingepackte Paket bei mir eingegangen ist. Ein Buch, das mir nicht nur wieder durch das wunderschöne Cover gefällt, sondern es ist auch eine Signierung mit enthalten, ein Lesezeichen und dann ist auch eine Postkarte enthalten. Ich glaube dann fürs neueste Buch der Autorin, für Straßensymphonie, ich glaube das ist das neuere. Die Angst sollte dich niemals davon abhalten, dein Leben zu leben. Und hat mich wirklich mega gefreut, als dieses vorweihnachtliche Geschenk bei mir eingegangen ist. Es geht hier um Lizzie, die eine junge Wandlerin ist und die ihre Ausbildung zur Kriegare absolviert. Und sie soll zusammen mit dem Adelsgeschlecht der Grimm ihre Art beschützen und alles dafür tun, dass Wandler und Menschen in Frieden leben können. Klingt für mich nach wunderbarer Fantasy und ich bin ja ein Fan vom Drachenmond Verlag und bisher hat mich auch noch kein Buch aus diesem enttäuscht. Wobei war die 13. Fee Drachenmond Verlag, dann war das glaube ich das erste und einzige davon. Und bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf, das auch bald lesen zu können. Dann ist bei mir eine Wintergeschichte eingezogen von Emma Wagner, Winterliebe und ein Wiesel als E-Book, ich glaube zum Angebotspreis von 99 Cent, wo mir das Cover unglaublich gut gefallen hat und auch die Idee so dahinter und ich mich sehr auf eine lustige Liebesgeschichte mit einem Wiesel gefreut habe. Auch das war dann alles andere, auch ein Abbruchbuch und gefühlt eine ganz schreckliche Geschichte. Ja, es hat mir einfach nicht gefallen. Ich mochte die Protagonistin nicht. Ich mochte nicht, wie die Menschen gezeigt wurden, wie klischeehaft im extremsten Fall alles laufen kann. Ich fand ich einfach nur nervig und schrecklich. Und dementsprechend habe ich es dann auch abgebrochen. Auch das schöne Cover hat darüber nicht hinweg geholfen.
Auch ein Buch, was ich im Dezember schon gelesen habe, ist Der kleine Teeladen zum Glück von Manuela Inusa. Hier hat mich einfach angesprochen, natürlich der Teeladen, und zudem ist es der Auftakt einer wohl vier- oder fünfteiligen Reihe, wo wir in der Valerie Lane sind und eben verschiedenste Besitzerinnen der kleinen Läden sozusagen kennenlernen. So lernen wir hier im Grunde auch schon Laurie kennen und ihr, genau, die Schokoladerie der Träume wird der zweite Teil sein, die man auch hier hinten dann schon erkennen kann. Und mich hat das von der Geschichte einfach sehr angesprochen, weil ich sowas Gemütliches, Kuscheliges erwartet habe, was ich zum Teil auch bekommen habe. Und ich war einfach neugierig auf den Auftakt und gerade so eine Reihe, die sich dann mit den gleichen Charakteren beschäftigt, wo man alle eben immer mal wieder trifft. Sowas lese ich immer mal ganz gerne und gerade so im Winter braucht man etwas, was das Herz erwärmt, und das hatte ich mir hier einfach erhofft und war natürlich auch ein bisschen gespannt und neugierig drauf. Und das war auf jeden Fall ein Buch, was ich in der letzten Woche des Jahres dann auch gelesen habe und noch unentschlossen bin, ob ich weiterlese oder ob es beim ersten Teil bleiben wird. Dann ist das neue Buch von Julia und Horst Drosten bei mir eingezogen, Das Mädchen mit der goldenen Schere. Ich bin ja ein großer Fan der beiden und mag die historischen Geschichten von Julia und Horst Drosten sehr, sehr gerne, weil sie eben nicht nur historisch sind, was ich immer mal sehr gerne lese, sondern uns eben in der Regel auch an irgendeinen tollen Ort mitnehmen. Und hier sind wir, soweit ich es weiß, in Wien unterwegs und auch in Budapest. Und ich bin einfach sehr gespannt, was es hier auf sich hat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Klappentext noch nicht bewusst gelesen. Hat mich sehr gefreut, als die Anfrage der beiden kam, ob ich das Büchlein gerne lesen möchte. Und habe natürlich Ja gesagt und freue mich, das jetzt auch im Januar oder Februar zu lesen. Ich finde, gerade auch so der Winter eignet sich für historische Bücher doch sehr gut, weil man natürlich hier auch so ein bisschen mehr Intensität ins Lesen bringen, nicht abgelenkt wird durch die Sonne, macht das Sinn, obwohl ich mich sehr gerne ablenken lasse von Sonne. Aber ich finde, das ist doch oftmals ein bisschen eine schwerere Kost und bin hier sehr gespannt, was sie wieder gezaubert haben und freue mich jetzt wirklich darauf, das zu lesen und finde auch wieder das Cover sehr gelungen und ansprechend und nicht ganz so typisch historisch, wie man es sonst von historischen Romanen erwartet und kennt, was ich tatsächlich ganz schön finde und mich wirklich darauf freue. So, auch auf das nächste, so ein bisschen historische Buch, Das Mädchen aus dem Savoy von Hazel Gaynor, wurde mir von der lieben Freundin empfohlen und bin da auch sehr, sehr gespannt und neugierig, was es hier auf sich hat, wird eben auch historisch sein. Und das Savoy ist ja doch sehr, sehr bekannt und ich bin einfach gespannt, was es was uns diese Geschichte bringen wird. Wurde mir vom Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und ist für mich auch ein Kandidat jetzt für Januar oder Februar spätestens und bin total neugierig, wie mich die beiden historischen Bücher so begeistern werden können. Dann ist ein High-Fantasy-Buch bei mir eingezogen, Die Blutkönigin von Sarah Beth Durst, der Auftakt einer Trilogie. Und auch dieses Buch habe ich in der letzten Dezemberwoche gelesen, weil mir einfach nach High-Fantasy war. Der Klappentext mit diesen Naturgeistern und eben der Königin, die die Gabe braucht, um die Geister eben im Zaum zu halten, fand ich mega spannend. Zudem gab es wirklich gute Rezensionen und ich bin auch schon hoch erfreut, dass im Englischen der zweite Teil schon da ist und der dritte für Frühjahr angekündigt ist, wo ich denke, dann kann die deutsche Trilogie vielleicht sogar innerhalb eines Jahres jetzt sozusagen abgeschlossen werden. Und die Cover vom Englischen sind aber doch ein bisschen schöner. Guckt euch die unbedingt mal an. Und manchmal finde ich es schade, dass die Cover nicht so übernommen werden. Aber gut, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Aber hier haben wir wirklich High Fantasy, was mir gut gefallen hat und worauf ich sehr neugierig war. Und dann sind die nächsten drei Bücher eben Bücher, die ich schon kenne und als Weihnachtsgeschenk in der Form, wie ich sie euch jetzt eben zeige, erhalten habe. Und zwar sind zwei Bücher der lieben Jackie Fellgut bei mir eingezogen. Und so hat mir eine ganz, ganz tolle Weihnachtsüberraschung gemacht mit etwas Altem, etwas Neuem und etwas Süßem. Und das alte Buch habe ich zufällig genau in der Woche beendet, als sie wahrscheinlich das Paket aufgegeben hat. Und ich glaube, als sie dann die Bücherwoche sah, hat sie sich gedacht, ach Mensch, Steffi, hättest du noch eine Woche gewartet, dann
Ja, hättest du das Buch in echter Form lesen können. Ja, es ist von Worten berührt. Das Buch ist, glaube ich, das letzte der 12-Bücher-Challenge gewesen für den Januar diesen Jahres, also 2017. Und ich habe es in der vorletzten Woche sozusagen gelesen und als ich dann das Paket am 24. aufgemacht habe, ich fand das so schön, dieses Büchlein in Händen zu halten und ich, ja, die Jackie Felgut-Sammlung im Bücherregal wächst und es sieht auch einfach vom gesetzten Innen super schön aus, wie ich finde. Also die Kapitelanfänge wirklich sehr schön gestaltet und es ist auch immer eine Signatur natürlich dabei und ich glaube im anderen Buch auch ein Lesezeichen und ich mag es auch, wie sich die Bücher von Jackie anfühlen. Also das ist so ein bisschen, also gummiartig ist das falsche Wort, aber ich glaube, so ein bisschen samtig, ne? Und ich mag das unglaublich gerne. Und ich mochte auch diese Geschichte sehr, sehr gerne. Und dann das Buch, das neue Buch sozusagen von ihr, auch das darf ich in Händen halten. Auf der Suche nach Glück in New York City, auch wunderschön gestaltet. Also ich mag wirklich auch die Cover von den Büchern. Ich finde, das wählt sie wirklich immer super gut aus und hat da wirklich so ein Händchen für schöne Cover. Und ja, auch darauf habe ich mich natürlich mega gefreut. Es sind eben auch ja einige Lesezeichen enthalten. Und das Büchlein habe ich ja letztes Jahr zu Weihnachten von ihr bekommen. Und ja, also ich freue mich wirklich mega, bin total happy über diese Geschenke und wirklich auch sehr, sehr dankbar für die Signaturen und dass ich diese Bücher jetzt einfach so in meine Sammlung stellen kann. Und ich finde, es sieht einfach schön aus, ne? Also ich ja, freue mich da wirklich sehr, weil ich beide Bücher eben auch wirklich sehr, sehr gut fand, wirklich ganz, ganz toll und auch sehr mochte. Und ja, man immer weiß, wenn man mal nicht so richtig weiß, was man lesen soll, dass man dann einfach zu einem Fellgut greift sozusagen und da auf jeden Fall eine schöne Liebeslebensgeschichte hat. Und ja, das eben auch bei beiden Büchern, die ich wirklich auch nur absolut empfehlen kann. Dann war der Weihnachtsabend da und da kommt ein ganz, ganz schweres Buch, lag unter ja, dem Weihnachtsbaum. Ich hatte schon damit gehofft, denn auch letztes Weihnachten hat mich das Christkind mit dem ersten und zweiten Teil der Schmuckausgabe aus der Harry Potter-Reihe beglückt. Und auch der dritte Teil ist bei mir eingezogen und der Gefangene von Azkaban, illustriert von Jim Kay. Und das sind wirklich, also gefühlt Riesenbücher. Es ist auch unglaublich schwer. Das ist kein Buch, was man einfach mal zwischendurch mitnimmt mit wunderschönen Illustrierten. Und ja, 2018 wird mein Harry Potter-Jahr. Ich habe mir vorgenommen, Harry Potter zu rereaden. Ich möchte die ersten drei Ausgaben in der Schmuckausgabe lesen und werde dann auf jeden Fall Band 4 und bis 7 als normales Buch weiterlesen und mal gucken, ob ich dann vielleicht auch das, na, wie hieß es, der letzte Tag, Cursed Child, lesen werde, das ich ja auch noch hier habe als Leihgabe von meiner Schwester, dass die, glaube ich, vergessen hat, dass ich es habe. Wir werden es ihr auch nicht erzählen. Ja, mal gucken, ob ich damit das, die Reihe dann abschließe oder ob ich das verwunschene Kind, war so, ob ich das einfach ignoriere und so tue, als gäbe es das nicht. Ja, dementsprechend habe ich mich mega drüber gefreut, dass Harry Potter bei mir eingezogen ist. Ich finde auch das Cover wirklich wunderschön. Bin ganz angetan, auch schon von den Illustrationen, die ich schon innen so ein bisschen entdeckt habe, wirklich jede Seite wunderschön gemacht. Und auch wie die Charaktere dargestellt sind und wie Momente gezeigt werden. Ich bin direkt schon hin und weg und hätte am liebsten drin rumgelesen, aber wir wollen das natürlich der Reihe nach tun und Band 1 und 2 wollen ja auch gelesen werden. Und ja, ein Wahnsinnswälzer. Wie gesagt, der ist nichts für zwischendurch oder ich nehme den mal mit. Das ist wirklich ein Buch, was man nur zu Hause liest, weil alles andere, also. Nein, das Buch nimmt man einfach nicht mit. Und das letzte Buch, was bei mir angezogen ist, ist ein Hörspiel von Audible und zwar Kill Shakespeare von Connor McCreary. Mir war nach einem Hörspiel, ich bin ja ein absoluter Fan der Monster 1983 Hörspiele. Alle drei Staffeln fand ich grandios, waren absolute Jahreshighlights. Und ich dachte einfach, so ein klassisches Hörbuch, da hat es mich irgendwie nicht hingezogen. Und ich dachte, guckst du mal, was es für Hörspiele gibt. Und als großer Shakespeare-Fan dachte ich, dass mir das vielleicht gefallen könnte. Eine Welt, in der alle Shakespeare-Charaktere auftauchen, die ja anders handeln, als man es vielleicht erwartet und kennt, aber uns eben ihre eigene Geschichte dann irgendwie nochmal so im großen, ganzen Shakespeare-Universum erzählen. Könnte ich mir auch sehr geil vorstellen, zum Beispiel von Stephen King. Da gibt es ja auch genügend Charaktere, die man einfach nochmal so, ja,
ins Gruselkabinett schicken könnte. Ja, ich habe hier so knapp ein Drittel gehört zum aktuellen Stand. Ich denke, dass in der kommenden Bücherwoche ihr da auf jeden Fall ja, mehr dazu sehen könnt. Und ja, ich bin einfach neugierig darauf, wie mir hier Shakespeare gefallen wird, wie mich die Geschichte begeistern wird. Und ja. Ja, das waren sie mit 8 neuen Büchern. Also ich zähle tatsächlich auch nur 8 neue Bücher, weil die anderen 3, die 2 Jackie Felguts und den Harry Potter, kenne ich schon. Dementsprechend wächst der Sub eben gefühlt natürlich nur um 8 neue Bücher. Und über die geschenkten Bücher bin ich einfach auch nur total happy und sehr, sehr begeistert. Und wie man so gehört hat, habe ich ja auch schon einiges von den Neuzugängen diesen Monat gelesen. Und ich hoffe natürlich, dass dann in den nächsten zwei, drei Monaten, auch die nächsten Geschichten gelesen sein werden. Ja, das war ja nun der doch recht kleine Neuzugänge Start oder Ende, je nachdem, von welchem Sicht man es betrachtet. Es war ja eigentlich das Ende des Jahres. Dementsprechend war der letzte Monat doch recht übersichtlich, was die Bücher angeht. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass doch wieder ein paar mehr E-Books eingezogen sind als echte Bücher, was mich eben einfach, oder mein Minimalistenherz mir einfach besser gefällt, ja, weil ich dann einfach denke, so platzsparender ist natürlich nie verkehrt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen kleinen Neuzugängen aus dem Dezember. Vielleicht ist ja bei euch das ein oder andere Buch auch eingezogen. Könnt ihr mir ja gerne mal, wenn ihr möchtet, in die Kommentare schreiben oder ob ihr vielleicht auch schon eins oder mehr der Bücher kennt. Würde mich da gerne mit euch austauschen. Lasst dazu einfach einen kleinen Kommentar da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.